Colditz. Auch in diesem Jahr gastierten die Waldjugendspiele im Colditzer Forst. An den beiden Tagen Mitte Juni waren hier mehr als 200 Mädchen und Jungen aus 6 Grundschulen zu Gast. Andreas Pattberg, der Leiter des Forstbezirkes Leipzig, begrüßte die Jungen und Mädchen und freute sich auf den Abschluss der diesjährigen Waldjugendspiele. Herzlich willkommen zu eurem Waldjugendspieltag heute im Colditzer Forst. An den 10 Stationen im grünen Klassenzimmer waren Wissen und Geschick gefragt. Wie zum Beispiel an dieser Station. Hier ging es um die Bewohner des Waldes und die Jagd. Die Mädchen und Jungen konnten ihr Wissen darüber auffrischen und abschließend bei einem Quiz unter Beweis stellen. Die Schüler lösten die Aufgabe mit Bravour. Über die Extrastunde Wald- und naturnahe Bildung bei den Waldjugendspielen freute sich auch der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann. Wir haben ja auch 2 Grundschulen, die dann kurze Wege haben und auch, wo die unsere Kinder hier mit kurzen Wegen auch den Wald erfahren können. Das ist super. Vor allen Dingen ist es aber auch super, wie ich finde, dass die Grundschulen sich bei diesen ganzen engen Lehrplänen und so weiter und so fort die Zeit nehmen, auch den Kindern und den Wald mal näher zu bringen und das auch mal zu zeigen, in die Natur zu gehen und diese Erfahrung auch zu sammeln. Von Anfang an gehört der Colditzer Forst zu den Waldjugendspielen in Sachsen. Eine Besonderheit gibt es nur hier. An Station 8 erfuhren die Kinder, wie die Arbeit im Forst nur noch selten aussieht. Rolf Ziegner und die 17-jährige Haflingerstute Brumbi zeigten, wie damals und heute nur noch in Ausnahmefällen Holz gerückt wird. Der Wald als Arbeitsplatz, auch diese Facette präsentierten die Waldjugendspiele. An dieser Station konnten die Kinder testen, wie beschwerlich die Arbeit im Forst ohne Technik ist und um wie viel schneller sie mit selbiger von der Hand geht. Da kann man sich ruhig mal eine Scheibe abschneiden. Nachwuchsarbeit wird im Sachsenforst großgeschrieben, weiß der Leiter des Forstbezirks. Also zunächst mal Nachwuchs. Viele beklagen ja entsprechende Nachwuchsprobleme, wenn es darum geht, auch im Beruf dann frei werdende Stellen zu besetzen. Dieses Problem haben wir wirklich überhaupt nicht. Am Standort Colditz betreiben wir ja auch eine Lehrausbildungsstätte, jetzt mit 18 Lehrlingen, wenn wir voll ausgelastet sind. Pro Lehrjahr heißt es, stellen wir im Schnitt 6 Lehrlinge ein. Und die Bewerberzahl ist immer dreistellig. Also das ist fast ein Luxusproblem, gemessen an anderen, gerade auch grünen Berufen. Aber natürlich machen wir viel für den Nachwuchs, nicht nur in diesen Projekten. Wir haben das Oberholzhaus, wo wir ganzjährig Projekte für eigentlich alle Klassenstufen anbieten, aber auch Praktikanten, studienbegleitende Praktika, Schulaktionstage. Jetzt sind die Wanderwochen in Grimma. Wir sind eigentlich immer dabei. In geführten Gruppen durchstreiften die Dritt- und Viertklässler den Wald. Zuvor bekamen sie den Spielen angemessene Gruppennamen. So waren an diesem Tag im Colditzer Forst Dachse, Füchse, Wölfe, Rehe, Spechte, Mäuse und andere Waldbewohner auf 2 Beinen unterwegs. Der Rundweg mit den 10 Stationen führte vom Kotterplatz zum Kotterplatz. Da endeten die 24. Waldjugendspiele in diesem Jahr auch.